vor ein paar Jahren war er selbst bei den Aufmärschen dabei. 10 Jahre war Felix ein führender Neonazi in Bayern. Dann ist er ausgestiegen. Was seine alten Kameraden von ihm halten, erfährt er aus Schmähschriften und Drohungen. Also einmal war am Bahnhof bei uns, wo wir wohnen, ein 2 Meter großes Hakenkreuz mit dem Satz dazu, wir kriegen dich. Das ist natürlich dann schon eine Nummer, wo man erstmal ein bisschen geschockt ist und auch die nächsten Tage dann erstmal sich ein bisschen genauer umschaut, wo man, wenn man da abends dann lang gehen sollte. Es gibt eigentlich kaum einen schlimmeren Stellenwert, den man haben kann in dieser Szene als Verräter. Verräter an der Idee und am Kampf, die sind traditionell im Nationalsozialismus Schädlinge und auch als solche zu behandeln. Felix und seine Freundin Heidi leben seit ihrem Ausstieg verdeckt. Aber sie reden offen über ihre Vergangenheit. In Schulen, Jugendzentren, Bildungshäusern. Im Sommer sind sie nach Mecklenburg-Vorpommern eingeladen, um im Osten Deutschlands über ihre Erfahrungen zu berichten. Mit gemischten Gefühlen treten sie die Reise an. Herzlich willkommen im ICE der Deutschen Bahn zur Fahrt nach Hamburg mit zum Teil nach Bremen. Wir wünschen Ihnen eine Reise. Ich sichere mich immer ab, wenn ich irgendwo hinfahre. Also, hab da schon immer so noch einen Plan B und Plan C, falls irgendwas passiert. Und das müssen die nicht unbedingt wissen, wie genau. Aber ich denke natürlich immer da, so, dass für den Fall des Falles auch ein bisschen Schutz da ist. Ja. Es ist halt schon schwierig, weil es halt einfach eine schwierige Region ist. Da gibt es viele Rechte. Ich glaube, dass das Einzige ist, was wir dagegen tun können, ist damit offen umzugehen, darüber über unsere Erfahrungen zu sprechen und einfach aufzuklären und zu berichten. Und weil ich mich selber, also ich mache das auch, weil ich mich selber dann besser fühle. Heidi hat von klein auf einschlägige Erfahrungen in der Szene. Ich kann mich jetzt an Rostock selber nicht so gut erinnern, aber ich war da mit 8 Jahren das erste Mal auf so einem HDJ-Lager eben. Und ich muss jetzt mal gucken, wie das für mich ist, da jetzt so wieder hinzukommen. Mit der heimattreuen deutschen Jugend waren wir da eben auf Ferienlagern. Heute denkt und sagt Heidi, was sie will, nicht das, was ihr als Kind eingebläut wurde. Aber das war ein langer Prozess. Felix hat gleich nach seinem Ausstieg aus der rechtsextremen Szene einen Verein gegründet, die Aussteigerhilfe Bayern. Er weiß, wie kompliziert es ist, sich aus der Kameradschaftsszene zu lösen und wieder in die Gesellschaft zurückzufinden. Ohne Schulabschluss, ohne Geld, oft auch noch vorbestraft. Er selbst hat Unterstützung gebraucht, wie die von Martin Becher vom Bayerischen Bündnis für Toleranz. Ewig Gestrige, das trifft nicht zu. Wir haben es mit sehr, zumindest modernistisch auftretenden Gruppierungen und Strukturen zu tun. Es richtet sich gegen die Gesellschaft, gegen das friedliche Zusammenleben und es richtet sich gegen den Staat, gegen die Demokratie, gegen die Freiheit, gegen den Rechtsstaat. Und diese Totalität dieser Bedrohung, das finde ich ist eigentlich das Besorgniserregende. Das Bayerische Bündnis für Toleranz ist eine Initiative der beiden großen christlichen Kirchen. Martin Becher leitet die Projektstelle gegen Rechtsextremismus. Er hilft Felix seit seinem Ausstieg, vermittelt ihm Kontakte, macht mit ihm zusammen Infoveranstaltungen, trifft sich immer wieder mit ihm. Der Kampf gegen Neonazis und Rechtsextremismus darf nicht zu einem Kampf gegen diese Neonazis als Menschen werden. Und das heißt, für sie muss immer die Möglichkeit bestehen, in die Gesellschaft zurückzukehren. Und deswegen ist Aussteigerarbeit per se, finde ich, eine ganz, ganz wichtige Arbeit, weil es auch eine wichtige Botschaft der Gesellschaft ist. Wenn ihr ablasst, könnt ihr jederzeit zurückkommen. Der Ausstieg war der erste Schritt.
Ausbildung, Beruf, vieles steht noch an. Seit seinem Ausstieg 2011 beobachtet Felix aktuelle Entwicklungen in der rechten Szene. Er dokumentiert zum Beispiel vor der Kommunalwahl in München die Kundgebungen von Michael Stürzenberger und der Partei Die Freiheit. Also angefangen hat das mit einer Kundgebung, die ich mit der Heidi zusammen besucht habe im August 2012, weil wir uns einfach mal anschauen wollten, was das einfach für eine Organisation ist. Und mit dem Bürgerbegehren und mit den wöchentlichen Kundgebungen habe ich halt einfach schnell erkannt, dass da eine große Gefahr für die Stadtgesellschaft wirklich da ist. Und jetzt vor den Kommunalwahlen will ich unbedingt noch einen Film dazu rausbringen und das ein bisschen beleuchten, damit die Leute ein bisschen informiert sind, wen sie da eventuell wählen. Fast wöchentlich finden solche Kundgebungen statt. Stürzenberger hetzt gegen den Islam, der für ihn keine Religion, sondern Ideologie ist. Er kämpft für ein Bürgerbegehren gegen den Bau einer Moschee im Stadtgebiet. Mit einem Judenhass, wie schon gesagt, und mit einer Gewalt und Tötung. Stürzenberger gibt sich Israel- und judenfreundlich. Doch Juden wie Stadtrat Marian Offmann können seine Parolen nicht nachvollziehen. Es sind einfach Menschen, die den Islam hassen, die vor nichts zurückschrecken in der Argumentation. Und man darf gegen eine Religion kein Bürgerbegehren betreiben. Wir haben Religionsfreiheit bei uns und mit dieser Religionsfreiheit sind wir seit 1945 gut gefahren. Eine Zeit ohne Kriege und ohne starke innere Auseinandersetzungen. Felix Bennekenstein hört zu, filmt und sammelt. Weil ich ja selber auch mal Rassismus auf den Leim gegangen bin, komplett, und dann auch ein sehr schlimmes Weltbild im Kopf hatte. Deswegen weiß ich halt sehr gut, wo das hinführen kann, wenn man sich so ein bisschen in eine rechte Ecke schon bewegt. Auch Stürzenbergers Leute fotografieren, attackieren dann Andersdenkende im Internet. Marian Offmann und Felix sind zur Zielscheibe geworden. Sie verachten natürlich jede Form von Pressefreiheit und gerade kritische Berichterstattung ist nicht in ihrem Interesse. Dass ausgerechnet ich dann hinter der Kamera stehe, nehmen sie natürlich dann als besondere Provokation. Ganz schlimm. Kann man denn so aussehen? Das ist natürlich. Praktisch war das die einzige Möglichkeit, um meine Eltern richtig zu schocken. Weil sie sehr tolerante Leute sind und sehr weltoffen. Also, ich hätte die weder mit Punk noch mit irgendwelchen Skaterklamotten oder so, oder hätte ich die wirklich schocken können. Aber damit habe ich es eben geschafft. Das war schon damals ein wichtiger Faktor, denke ich, warum ich das zumindest dann gleich so offen zur Schau gestellt habe. Ich kann da von ziemlich viel Glück reden, dass nichts Schlimmeres in meinem direkten Beisein passiert ist. Da habe ich schon ziemlich viel Glück gehabt. Man spricht die ganze Zeit von dem nationalen Kampf und dieses System zu beseitigen und hier eine homogene Volksgemeinschaft zu installieren. Und auf dem Weg dorthin, wenn man den Gedanken zu Ende verfolgt, dann muss irgendwann Menschen gravierender Schaden zugefügt werden. Felix' Geschichte beginnt unspektakulär. Er wächst in einer gut bürgerlichen Familie in Dorfen, einer Kleinstadt in Bayern, auf. Die Eltern sind freundlich, tolerant. Er hat noch drei Brüder. Einer von ihnen, Jonas, hat das Down-Syndrom. Felix' Mutter engagiert sich im Elternbeirat. Er spielt Gitarre, trifft sich mit Freunden. Hier fing das an so. Ich war auf dem Gymnasium und bis dahin war alles in Ordnung von den Noten her auch. Und da fing das an, dass ich mich aufgelehnt habe, unzufrieden wurde und das Spinnen angefangen. Eltern und Nachbarn sind entsetzt. Felix schwänzt die Schule, schottet sich mehr und mehr ab. Es war ein komisches Gefühl, ein ungutes Gefühl, einfach zu sehen, da ist jemand, den hat man gekannt und der entwickelt sich in eine Richtung, die einem sehr
unangenehm ist und was man total ablehnt. Die Halbstarken im Stadtpark imponieren ihm. Als ich 11, 12 ungefähr war, hatte ich hier so die allerersten Erfahrungen, Kontakte mit Nazis, oder die sich die Dorfner Nazi-Szene hier im Stadtpark hauptsächlich getroffen hat. Das heißt, hier gab es Nazi-Musik, hier gab es Nazi-Aufkleber. Kritische Fragen lässt er nicht zu. Für mich war es normal, dass es Nazis gab. Diesen Brandanschlag habe ich dann mal gesagt später. Das würde ich selbst nicht so machen, deswegen habe ich damit nichts zu tun. Aber natürlich, wenn man den ganzen Tag aufhetzt gegen bestimmte Menschen, dann braucht man sich nicht wundern, wenn die am Wochenende dann, wenn es dann zu versuchten Tötungen kommt. In der Nazi-Musik, in der Nazi-Ideologie ist das klar so definiert. Aber es ist absolut typisch, dass man als Nazi überhaupt nichts Negatives sieht, was man macht, sondern man denkt, man ist immer auf der Seite des Guten und tut keinem Menschen was. Und die Täter sind ja eigentlich die anderen. Selbst in dem Fall wären laut Nazi-Ideologie die Täter, die in dem Haus, weil die nicht rein deutsch sind, weil die das Volk zerstören. In Dorfen gibt es nur ein Jugendzentrum, um das verschiedene Gruppen streiten. Auch die Rechten hätten es gerne für sich gehabt. Dieses Jugendzentrum wurde zur Zielscheibe der rechten Propaganda hier vor Ort. Eigentlich völlig unschuldig, weil das Einzige, was die falsch gemacht haben, war, sich eben gegen Nazis zu engagieren. Die Gewalt schaukelt sich auf. Polizeikontrollen nehmen zu. Die Neonazis haben in Dorfen ein Ziel für Hass und Aggression gefunden. Meine Rolle beschränkte sich hauptsächlich darauf, dass ich eben die Aufmärsche mitorganisiert habe und auch entsprechende Hetztexte verfasst habe. Der Streit um das Jugendzentrum eskaliert. Als die NPD 2005 in Dorfen aufmarschiert, leisten die Bürger der Stadt Widerstand. Auch Nachbarn und Freunde stehen sich feindlich gegenüber. Heute hat Felix deshalb ein schlechtes Gewissen. Auf Vermittlung von Martin Becher hat er Michaela Meister und die Initiative Dorfen ist bunt kurz nach seinem Ausstieg besucht. Ja, ich weiß jetzt nicht direkt, ob das Wort Entschuldigung gefallen ist, aber man hat schon gemerkt, dass es ihm sehr leid getan hat, was er denn damals alles so von sich gegeben hat und was er für eine Einstellung hatte, auch gegenüber Ausländern. Und also das war ihm schon ein großes Anliegen, dass er das jetzt zum Ausdruck bringt, dass er da jetzt eine andere Einstellung hat. Damals hatte keiner eine Chance, Felix umzustimmen. Auch wenn er einen behinderten Bruder hat, den er mag, und einen türkischen Schulfreund. Das blendet er aus. Die Kameradschaft geht ihm über alles. Das Wir-Gefühl, das entsteht aus ganz verschiedenen Faktoren. Man hat auf der Anreise bestimmte Komplikationen gemeinsam zu meistern mit der Polizei, im Zug dann mit der Antifa oder so. Auf der Demonstration selber schreit man die gleichen Parolen, steht für die gleiche Sache, ist umringt von Feinden sozusagen. Also da ist die ganze Zeit ein Wir gegen die und daraus entsteht dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Felix wird Mitglied in der Kameradschaft München und macht bei den Treffen Musik. Denn ich hab Bock auf Freiheit für alle Völker dieser Welt. Ich bin bereit für den Aufstand gegen alles, das sich uns entgegenstellt. Als Liedermacher bin ich aufgetreten, so seit circa 2005. Also nachdem ich ungefähr 2, 3 Jahre in der Szene war. Hat so unverfänglich angefangen wie der Rest, dadurch, dass beim Kameradschaftsabend in München immer eine Gitarre so rumstand. Haben dann Leute aus anderen Städten, dadurch, dass die Kameradschaftsszene sehr gut vernetzt ist, besucht man sich regelmäßig. Und München als ehemalige Hauptstadt der NS-Bewegung ist dann natürlich beliebtes Reiseziel. Und da haben mich halt Leute aus anderen Städten, Nazis, eben gefragt, ob ich nicht dort auch mal spielen möchte. Und dann hat sich das so verselbstständigt sozusagen. Unter Nazis versteht man die Freiheit der Entwicklung des Volkes. Und definitiv nicht die individuelle Freiheit eines einzelnen Menschen, in Frieden und Würde zu leben. Also das ist damit überhaupt nicht
gemeint, geschweige denn Gedankenfreiheit oder Meinungsfreiheit. Durchs Gitarrespielen hat er in der Szene bald eine exponierte Stellung. Bin euch übermorgen längst abgewählt, ich weiß es nicht. Das ist ein sehr, sehr komisches Gefühl, das zu hören. Also, weil's ja, weil ich ja weiß, dass ich das bin und ja, das ist einfach, fehlt mir das Verständnis, mich da noch reinzuversetzen. Es ist natürlich so, wenn man andere Leute, die aus dieser Szene ausgestiegen sind, waren auf einem anderen Bereich dort aktiv. Das ist dann vergessen in dem Moment, wo man dort rausgeht, weil man es inoffizieller gemacht hat vielleicht. Und wenn da halt Musik im Internet ist, dann ist diese Musik natürlich jedes Mal, wenn man sie anmacht, noch da. Mhm. 2006 gründet Felix eine eigene Kameradschaft. Er mietet im oberbayerischen Erding eine kleine Wohnung an, in der die Neonazis ungestört ein- und ausgehen. Hier werden verbotene Lieder gesungen, Pläne geschmiedet. Es gibt Alkohol. Hier lernt er auch Heidi kennen, die eigentlich Heidrun heißt. Bei Heidi war es so, dass ihr Vater den Kontakt hergestellt hatte. Der hat sich Sorgen gemacht, dass seine Tochter nicht schnell genug in der Naziszene aufgenommen wird dann. Und dadurch habe ich sie kennengelernt. Sie hatte natürlich ein großes, einseitiges politisches Wissen, dadurch, dass sie in der Heimatfreien Deutschen Jugend eben war. Das hat einfach perfekt gepasst. Sie ist ein junges, hübsches Mädel. Die braucht man in so Nazi-Kameradschaften immer, weil die sexistisch, wie man ist. Frauen haben da andere Aufgaben, die unbedingt, die vermitteln ein anderes Außenbild und so weiter. Klar hat man da der Heidi nicht die Tür zugeschlagen. Ich habe rebelliert, meine Schwester hat auch rebelliert. Aber hatte keinen dauerhaften Erfolg. Also ich glaube, mein Vater ist mit seinen Erziehungsmethoden an uns schon sehr verzweifelt. Aber halt eben nicht so, dass wir da irgendwie freigekommen wären irgendwie. Am Quitzdorfer Stausee, auf dem Grundstück von Heidis Vater und seiner zweiten Frau Enne, finden immer wieder rechtsextreme Veranstaltungen statt. Das niederschlesische Feriendorf ist ein beliebter Treffpunkt für Rechtsrock und Kundgebungen. Einmal erlebte Martin Schlücker, ein Anwohner, etwas Eigenartiges. Da kamen zwei junge Mädels, so zwischen 11 und 14 Jahren, und wollen mich des Geländes verweisen. Ich hörte, wie das eine Mädel in ihr Sprechfunkgerät sprach: Wolfschanze, Wolfschanze, bitte melden. Wurde ich stutzig. Antwort kam aus diesem Gerät: Heerführerhauptquartier, Heerführerhauptquartier. Bei dieser Begebenheit blieb es nicht. Hab dann noch beobachtet, wie sie einen großen Fahnenappell abhielten mit Liedern, die sie gesungen haben: Alle Räder sollen rollen für den Sieg. Das Pressefest der NPD, der Sachsentag, vieles spielt sich hier rund um das niederschlesische Feriendorf ab. Völkisch versucht Heidis Vater, ein Zollbeamter, auch seine Töchter zu erziehen. Autoritär, elitär, sagt Heidi heute. Dieses Menschenverachtende, sich selber über andere Menschen so zu stellen und Menschen so kategorisch einfach auszuschließen, das ist was, was ich jetzt total furchtbar finde. Also was ich überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, wie man so sich selber so über andere erheben kann. Felix gerät damals mehr und mehr in den Sog der rechten Ideologie. Er lässt sich lange durch nichts beirren. Die Eltern sind machtlos. Das war so ein höherer Auftrag, an den ich geglaubt habe, für den ich gekämpft habe, und da war so die Mentalität bei mir: diejenigen, die das ablehnen, die verstehen das einfach nicht. Das heißt, es war überhaupt keine Möglichkeit da für andere Leute irgendwie an mich ranzukommen. Ich habe mich als Fundamentalist gesehen, also ich habe mich als überzeugt gesehen, heute sage ich Fundamentalist, und mir war dieser Auftrag, den man sich da einredet, derart wichtig, dass ich da keine Abstriche gemacht habe, also keine Brüche in meiner Ideologie zugelassen habe. Um die nationalsozialistische Idee umzusetzen, zieht er nach Dortmund. Also ich bin nach Dortmund gezogen, weil die
Bewegung es verlangt hat, wie ich das damals gesehen habe. Also es war in der Szene so, dass die Dortmunder Szene sehr stark war für Großstadtverhältnisse und auch jetzt noch ist. Und damals hieß es halt, ja, so, da wird jetzt die Stadt erkämpft, irgendwie alle, die irgendwie können, sollen nach Dortmund ziehen. Ich kannte dort nicht viel. Ich kannte den BVB und ja, sonst ein paar Nazis von ein paar Aktionen und bin dann dementsprechend aber sofort dorthin gezogen und habe mein Umfeld in Bayern liegen lassen erstmal. In Dortmund versetzen militante Nazis ganze Stadtteile in Angst und Schrecken. Doch auch innerhalb der Kameradschaft gibt es kontroverse Ansichten über die historische Bedeutung von Hitler, über die nächsten Strategien des Kampfes. Es kommt zu handgreiflichen Auseinandersetzungen. Felix gerät zwischen die Fronten. Unter Nazis geht es dann natürlich, wenn es Streit gibt, meistens sehr rau zu. Und der Konflikt ist ziemlich eskaliert und der schlimmste Moment war eben, als in einer Wohnung von einem von diesen Nazis, da wurde die Tür eingeschlagen. Ich befand mich auch in der Wohnung drinnen. Ich stand da zwischen den Fronten im wahrsten Sinne des Wortes. Es war ein Messer im Spiel. Es ist glücklicherweise sind nur durch Abwehrhaltungen Verletzungen entstanden. Also ich wusste überhaupt nicht so ganz, wie ich das jetzt einordnen soll, weil ich musste dann, weil ich mich auf die Seite der falschen Leute sozusagen gestellt hatte, musste ich aus Dortmund regelrecht fliehen. Also ich bin wirklich abgehauen von dort. Und dann war ich wieder in München und musste das erstmal verdauen. Ich bin ein Jahr vorher dahin gezogen, um die nationale Revolution aufzubauen. Ich musste das für mich selbst erstmal sortieren. In München nimmt ihn die Kameradschaft gerne wieder auf. Felix ist erstaunt und gleichzeitig heilfroh. Er hat nur diese Freunde. Doch auch in München gibt es wieder Streit untereinander. Es geht um Rivalität, Macht, den Führungsanspruch. Felix gerät mit Philipp Hasselbach aneinander. Im Kunstpark Ost eskaliert die Situation. Es war der 8. Mai 2010, dann hat mich ein Anruf von Heidi erreicht, dass eine Ex-Partnerin von diesem Philipp Hasselbach eben sich hier irgendwie bedroht fühlt von ihm und seiner Gruppierung. Und für mich war das in dem Moment so der willkommene Anlass, endlich mal Frust abzubauen. Und ich bin dann hierher gefahren mit dem Ziel, ja, habe ich mir gedacht, dem haue ich jetzt ein bisschen was auf die Glocke. Ja. Und dann sind wir hier aufeinander getroffen. Da habe ich denen dann auch entsprechend die Konfrontation gesucht. Da sind beide Gruppen dann rausgeflogen aus dem Kunstpark. Die Sicherheitskräfte verweisen beide Gruppen des Geländes. Doch vor dem Eingang treffen sie noch einmal aufeinander. Ja, hier hatte sich die Gruppierung um den Philipp Hasselbach eben versammelt. Ich hätte natürlich da auch sehen können, dass jeder Einzelne eine Glasflasche in der Hand hat. Mir auch denken können, dass die vielleicht zum Einsatz kommen sollten. Hab das aber nicht erkannt, habe mich dann auf eine kurze Auseinandersetzung eher verbaler Natur mit dem Hasselbach noch mal eingelassen. Und dann relativ schnell von der Seite die erste Flasche auf den Kopf bekommen. Und dann wurde hier mit allen Flaschen, die sie dabei hatten, mir auf den Kopf geschlagen. Im Kopf habe ich halt nur noch Blitze gesehen. Gemerkt, dass es warm wurde. Also man realisiert da wirklich nicht alles, was da so gerade passiert. Das war unter anderem ein nicht unerhebliches Schädel-Hirn-Trauma, das ich davon getragen habe. Also ich hatte noch einige Monate danach mit unter anderem Schwindelattacken zu kämpfen. Und ansonsten natürlich Gehirnerschütterung und Platzwunden, Schürfungen und dergleichen. Ja. Felix flüchtet ins Krankenhaus, wo er medizinisch versorgt wird. Dann versteckt er sich. Aber es dauert nicht lange, bis ihn die Polizei gefunden hat. Er entschließt sich, gegen den früheren Kameraden auszusagen. Also ich habe die Aussage dann gegen Philipp Hasselbach und weitere gemacht.
hatte da aber immer noch einige Solidarität aus der Szene, mit der ich vorher so nicht gerechnet habe, die dann gesagt haben, gut, das war eine wirklich heftige Sache, das erklären wir den anderen Kameraden schon. Das war dann für mich sehr, sehr schwierig. Philipp Hasselbach wird wegen mehrerer Delikte zu 4 Jahren Haft verurteilt. Aber auch Felix landet wegen offener Haftbefehle, nicht bezahlter Geldstrafen im Gefängnis. Damit musste er nach all dem, was zuvor geschehen war, rechnen. Und doch beginnen jetzt seine Zweifel an der Ideologie, an den Worten der Kameraden. Also die Szene spricht immer davon, dass sie sich halt um ihre gefangenen Kameraden kümmert. Das sieht dann allerdings nur so aus, dass man massig Briefmarken bekommt. Es fragt keiner wirklich, wie es einem geht, sondern es kommen halt nur diese oberflächlichen Parolen. Halte durch, Kamerad, und bald haben wir unser Ziel erreicht. Also Knast ist schon was Schlimmes. Also es ist auf eine andere Art und Weise schlimm, als es oft in manchen Krimis dargestellt wird. Aber es ist schon was einen bricht irgendwie, auch wenn man das in dem Moment vielleicht nicht zugeben will. Warum? Man ordnet sich da in so ein System ein, das einfach feststeht, und da muss man sich einordnen. Man ist umgeben natürlich von Straftätern, unter denen ist der Umgangston nicht immer der netteste. Was für mich jetzt hier in Stadelheim am schlimmsten war, dass ich jetzt auch 200 Meter von hier entfernt gewohnt habe. Und durch diese Mauer ist es halt trotzdem ewig weit weg. Seine Zweifel verstärken sich auch dadurch, dass er persönlich mit Abschiebehäftlingen zusammenkommt. Ich habe in der Haftzeit mehrmals Abschiebehäftlinge kennengelernt. Und das erste Mal war sogar hier in Stadelheim. Und ja, da sieht man auf einmal, was für ein Schicksal eigentlich hinter so einer einzelnen Abschiebung steckt. Das macht einen überzeugten Nazi jetzt noch nicht zum Antifaschisten oder zum Demokraten. Aber ich konnte ab dem Moment nicht mehr davon ausgehen, dass irgendwie eine anonyme Masse an Ausländern hier reinschwemmt, die wir abwehren müssen, sondern habe da verstanden, okay, da geht es um einzelne Menschen, denen es sehr, sehr schlecht ging, sonst hätten sie diesen Weg nicht auf sich genommen. Und die Menschen, die ich da kennengelernt habe, waren auch alle unglaublich nett zu mir. Ich habe da zum ersten Mal meinen Background verschwiegen, also als ich von Abschiebehäftlingen gefragt wurde, was ich eigentlich angestellt habe, weil ich auch nicht aussehe wie der typische Straftäter. Da habe ich dann gesagt, ja, ich habe mich beim Fußball mit der Polizei geprügelt, weil da habe ich mich dann tatsächlich geschämt für den rechten Hintergrund. Im Gefängnis entschließt sich Felix, endgültig auszusteigen. Dem Verfassungsschutz will er sich nicht anvertrauen. Er nimmt Kontakt mit der Berliner Aussteigerhilfe Exit auf. Ohne Hilfe von außen würde er es nicht schaffen. Das hatten Heidi und er schon mehrfach versucht. Also ein großes Problem ist natürlich, dass man über, vielleicht wenn man mehrere Jahre in dieser Gruppe drin war, natürlich seinen gesamten Freundeskreis, sein soziales Umfeld in diese Gruppe gebaut hat, um diese Gruppe herum gebaut hat und damit mit dem Verlassen dieser Gruppe eigentlich alles verliert an Freunden und diese Kameraden eben halt nicht Freunde sind, sondern letztlich nur zweckgebunden dort agieren. In Wunsiedel zu beklagen. Offen bietet Exit Neonazi-Aussteigern Hilfe an. Auch beim sogenannten Heldengedenken in Wunsiedel. Hier gelingt es, das Exit-Werbeplakat direkt am Zaun hinter dem Versammlungsort zu platzieren, was die rechte Szene natürlich entsprechend ärgert. Die Plakate sind natürlich auch in erster Linie erstmal, um eine Präsenz zu haben, dass man uns erkennt, dass man uns sieht. Und wenn dann jemand anruft oder eine E-Mail schreibt, dann versuchen wir mit ihm speziell ein Szenario zu entwickeln, wie er sich letztendlich aus der Szene lösen kann. Oder wenn er sich schon ein Stück weit zurückgezogen hat, die Probleme zu bearbeiten, die jetzt da noch anstehen. Arbeitsmarkt, berufliche Integration, schulische Weiterbildung oder halt alltägliche Probleme, die ein Stück weit im Zusammenhang mit dem Ausstieg stehen. Felix wendet sich auch an Martin Becher in Bad Alexandersbad. Er will eine bayerische Aussteigerhilfe gründen und braucht dazu seine Unterstützung. Ich versuche, Mittel aufzutreiben, mit denen wir die Aussteigerhilfe dann unterstützen können. Wir konnten auch eine ganz gute Anschubfinanzierung für die Ausstattung, für die Erstausstattung zur Verfügung stellen dadurch.
Dann ist es so, dass ich mich mit Felix in unregelmäßigen Abständen treffe. Wir auch so über seine Situation reden. Das machen wir zum Teil mit Exit gemeinsam. Ich versuche ihn auch zu vermitteln in Bildungseinrichtungen, Schulen, Jugendzentren, politische Einrichtungen. Auf diese Weise ist Felix viel unterwegs. Manchmal begleitet ihn Heidi, wie nach Rostock. Sie hat nach ihrem Ausstieg eine Ausbildung als Kinderpflegerin begonnen. Beide wollen nach vorne schauen. Für uns ist es sehr, sehr wichtig, also ich glaube für dich auch, wirklich ein selbstbestimmtes Leben führen zu können und unabhängig von allem. Ja. Möglichst wenig Vorurteile, möglichst wenig Menschen ausgrenzen und die schönen Seiten des Lebens sehen und sich für positive Dinge einsetzen. Doch schon beim ersten Hafenbummel kommen bei Heidi auch die düsteren Bilder zurück. Erinnerungen, als sie als Kind hier ganz in der Nähe im Lager der heimattreuen deutschen Jugend war. Zum einen wurden wir nachts aufgeweckt. Uns wurde gesagt, die Polizei kommt, wir müssen weggehen, wir müssen fliehen. Da war ich circa 9 Jahre alt. Ich dachte wirklich, die Polizei kommt. Sind da durch das Dorf gelaufen, das da ganz in der Nähe von diesem Lagerplatz war, und in den Wald. Und dachten wirklich, wir fliehen da vor der Polizei. Und am Ende hat sich herausgestellt, also, dass das ein Spiel ist. Am Ende dieses Weges war dann irgendwann ein ketchupverschmierter Schweinekopf. Das sollte lustig sein. Und, ja. Erste Station der Schultour ist Wismar. Die Ostseeschule engagiert sich aktiv gegen Rassismus. Im Rahmen des Sozialkundeunterrichts stellen sich Felix und Heidi den Fragen der Schüler. Es geht um Kleidung, verschlüsselte Symbole, Versprechungen. Gerade in Regionen, wo es strukturell jetzt nicht so gut läuft, also wo vielleicht Arbeitsplätze Mangelware sind, wollen die nicht, dass ihr morgen einen Arbeitsplatz habt, sondern die wollen, dass die Situation erstmal noch schlimmer wird. Die wollen, dass das System zusammenbricht, dass erstmal niemand mehr irgendwas hat. Und dann wollen sie in einem Krieg natürlich, der dann entstehen würde, ganz Europa wieder an die Grenzen von 1933 anpassen. Sie instrumentalisieren euch, um ihr Ziel, das ein ganz anderes ist, als das jeder junge Mensch hat, zu verwirklichen. Ich habe mal eine Frage an Sie beide. Was war das Schlimmste, was Sie als Nazi so gemacht haben? Also ich war mit 16 auf einer Beerdigung von einem alten Nazi, also von einem sehr alten Neonazi, der sein ganzes Leben lang in der rechten Szene verbracht hat, der da eben wie so ein Held verehrt wurde. Auf dieser Beerdigung ist ein Journalist aufgetaucht, der die Veranstaltung fotografieren wollte. Und dieser Journalist wurde zusammengeschlagen. Ich war eben daran beteiligt, einen Menschen zu verprügeln. Und das war, glaube ich, das Schlimmste. Trotz Zahnschmerzen hat Felix den Vormittag gut überstanden. Für den Abend sind die beiden an die Universität nach Greifswald eingeladen. Heidi ist still geworden. Sie befürchtet, Kameraden von früher zu treffen. Erst beim Blick in den Seminarraum ist sie erleichtert. Wie war da einfach dieser gedankliche Wandel, dass du gesagt hast, irgendwas ist da nicht richtig für mich, ich muss einen anderen Weg finden? Eine Zeit lang hatte ich so einen Konflikt zwischen Argumentation und dem, was ich tatsächlich selber dachte. Also da war es dann durchaus mal so, dass ich gewusst habe, wenn ich also begriffen habe, wenn man von nie wieder Krieg spricht, aber gleichzeitig die Ostgebiete des Deutschen Reiches sich zurückholen möchte. Wie soll das miteinander funktionieren? Also das sind so die Sachen, die man sich so nach und nach gefragt hat. Ganz, ganz viele Geschichten. Auf der Tour durch Mecklenburg-Vorpommern kam es zu keinen Ausschreitungen. Danke.
In München geht es vor den Kommunalwahlen turbulent zu. Die Bürgerinitiative Ausländerstopp macht Wahlkampf am Hasenbergel. Die Polizei hat die undankbare Aufgabe, die Kundgebung zu schützen. Im Unterschied zu früher steht Felix jetzt auf der Seite der Antifa. Circa 100 Gegendemonstranten pfeifen den rechtsextremen Stadtrat Karl Richter und seine Mitkämpferin, wie er sie nennt, aus. Meine Mitkämpferin Sigrid Schüssler. Liebe Münchnerinnen und Münchner, liebe Freunde. Wieder ist Felix mit der Kamera dabei und dokumentiert. Als Stadtrat hat er Einfluss die Statistik über die Stadt und erlaubt es sich. In Vierteln wie hier halte ich es, weil es eben ein sogenannter Brennpunkt ist, wie wir hier einen hohen Migrantenanteil haben, halte ich es für wichtig, dass man Solidarität vor allem zeigt, weil die kommen ja her, um zu zeigen, hier sind die bösen Ausländer. Und andernorts, wo die Gefahr der Rekrutierung größer ist für die Nazi-Szene, da halte ich es natürlich für wichtig, dass das unterbunden wird, dass sie einfach unkommentiert ihre Propaganda verbreiten können. Aus seinen Beobachtungen bei Kundgebungen und Demonstrationen hat Felix inzwischen einen Film zusammengestellt. Er soll die Argumentation der rechtsextremen Parteien aufzeigen. Zur ersten Vorführung hat Felix Münchner Journalisten eingeladen. Aber er befürchtet, dass seine alten Kameraden von dem Termin erfahren könnten. Deshalb hat er einige Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Persönlich und nur am Telefon hat er den Ort der Vorführung benannt. Im Feuerwerk trifft er bei Markus Buschmüller auf Verständnis. Ich kenne ihn auch auf anderen Seiten. Ich denke, auch dieses Bemühen, das aufzuarbeiten, sich abzugrenzen, da muss man auch einen Weg finden, irgendwie nicht ins andere Extrem zu verfallen und dann auch irgendwie mit den Kräften auszuhalten, auch vom Kopf her. Also das aber muss, kann man ihm sagen, lösen muss er das für sich selber. Felix will den Film zeigen, wenn er wieder in Schulen eingeladen wird und dann nicht nur von seiner Vergangenheit reden, in der er sich von Ideologie hat blenden lassen. Doch jetzt ist er erst einmal sehr nervös. Werden sich die Profis für sein Video interessieren? Ach so, das Tonkabel sind bei mir noch nicht angestellt. Das da, ne? Ja, ich steck's auf. Mach mal leiser hier. München 2014. Die Stadt der Reichen und Schönen präsentiert sich selbstbewusst wie eh und je. Dort, wo man gerne zeigt, was man sich leisten kann, erstarken Rassismus, soziale Ausgrenzung und Neonazismus. Hier sind die Guten! Hier sind die Guten! Weil die liegen verwirrt! Du schaust dich an hier! Militante Nationalsozialisten, radikale Neonazis und neurechte Demagogen aus dem rechtspopulistischen Lager haben den spießbürgerlichen Rassismus gleichermaßen für sich wiederentdeckt und ernten damit in der Bayern-Metropole Wahlerfolg. Für Felix, wie für jeden anderen Aussteiger auch, der seine Geschichte oder die ihre Geschichte an Schulen erzählt, ist es wichtig, dass das nicht zum Lebensinhalt und zum Lebenszweck wird, sondern es ist ganz entscheidend und ich würde auch sagen, für mich ist das auch die Latte, wo ich dran messe, ist jemand ausgestiegen oder nicht. Habe ich eine berufliche, habe ich eine familiäre, habe ich auch eine psychische Perspektive, die jetzt unabhängig von meinem Ex-Neonazi-Dasein und von meinem Ausstieg ist. Sechs Jahre sind sie inzwischen zusammen. Nun wollen sie es offiziell machen. Heidi hat den Kontakt mit ihrem Vater abgebrochen. Und so ist es eine kleine Hochzeitsgesellschaft, die die Reise nach Hamburg angetreten hat. Mit dabei sind die Eltern, Jonas, Verwandtschaft von Felix. Zu Kraft Gesetzes, rechtmäßig verbundenen Eheleuten.
sobald unsere Beziehung begonnen hat, gab es immer irgendwelche Schwierigkeiten, durch die wir uns dann gemeinsam eigentlich durchboxen mussten. Also sowohl Gefängnisaufenthalte von ihm oder ich hatte eben eine Fehlgeburt, wo wir noch nicht so lange zusammen waren. Und dann eben der gemeinsame Ausstieg, der auch nicht so ganz einfach war, der mit viel Stress und Schwierigkeiten verbunden war. Und es war eigentlich immer irgendwas. Die Zeit nach dem Ausstieg, da hatten wir ja erstmal nur uns beide. Ja. Also auch eine Zeit, die sicherlich sehr schwierig war, aber die sehr, sehr zusammenschweißt auch. Für den Honeymoon bleibt nicht viel Zeit. Das bayerische Innenministerium hat das rechtsextreme Freie Netz Süd verboten. Wie werden sich die Neonazis nun aufstellen? Felix recherchiert im Netz, wo sich schon der dritte Weg präsentiert. Der dritte Weg ist wieder mal eine richtige NS-Partei, wo man auch stolz drauf ist, Nationalsozialist zu sein. Das ist sehr, sehr auffällig zu beobachten, war im Vornherein auch schon zu erwarten, dass sich halt die einzelnen lokalen Führungskader, die vorher im Freien Netz Süd drinnen waren, jetzt ihren Stützpunkt von der dritte Weg gegründet haben. Also es sind die gleichen Leute, die da das Sagen haben wie im Freien Netz Süd. Heidi arbeitet inzwischen als Kinderpflegerin. Felix hat den qualifizierenden Hauptschulabschluss nachgeholt. Irgendwann möchte er mit dem Filmen Geld verdienen. Normalität ist bei den beiden noch nicht eingekehrt, auch wenn sie sich darum bemühen. Öffentliche Veranstaltungen selber meiden wir nicht. Wir bewegen uns schon ziemlich normal. Ich denke schon, dass wir unsere Umgebung schon genauer beobachten. Also, aber ohne jetzt da irgendwie die ganze Zeit rumzugucken oder so, sondern einfach aufmerksam sind, wer sich um uns rum befindet. Sie können nichts rückgängig machen. Felix und Heidi müssen heute mit dem umgehen, was sie selbst erlitten, aber auch was sie anderen angetan haben. Also ich ärgere mich ehrlich gesagt, dass ich mich so wenig für die Schule oder überhaupt für Bildung interessiert habe, weil ich geglaubt habe, das ist nicht wichtig, dass ich in diesem System was erreiche. Und dass die Bildung, die man hier erlangen kann, sowieso nicht wichtig für mich ist. Das ärgert mich im Nachhinein schon, weil ich muss das jetzt halt eben alles nachholen, muss Sachen machen, die andere in den 4 Jahre vorher machen. Und das ist, ja, mittlerweile ärgere ich mich schon sehr über meine eigene Dummheit. Ist schon schade, weil man kann halt die Uhr nicht zurückdrehen, man kann nichts ungeschehen machen und auch nichts anders machen. Aber ich hätte mir schon mir und anderen sehr, sehr viel ersparen können, wenn ich mir diese Zeit gespart hätte.